dergleichen tut. Und damit bitte ich jetzt auf die Bühne Nadine. Ja, also ich bin Nadine, bin jetzt schon das zweite Mal dabei und ich finde es total süß, dass ich wieder ein Herz auf meinem Namen habe, wie das letzte Mal. Darauf habe ich dich auch sofort erkannt. Ich habe einen Text dabei über eine Kindergeschichte, das kleine Ich bin ich. Kennt das von euch jemand zufällig? Ja, ein paar? Okay, ich erkläre es auch nochmal. Und ich finde es gar nicht so unpassend für Weihnachten, weil es ein bisschen darum geht, dass man vielleicht sich, also es geht darum, dass man sich selber eigentlich mal ein bisschen beschenken sollte und unsere Welt vielleicht mal ein bisschen beschenken sollte. Der Text heißt Traumwelt. Hallo, ich bin das kleine Ich bin ich. Falls ihr mich nicht kennt, so schon mal vorneweg, habt ihr in eurer Kindheit eines der schönsten Geschichten überhaupt verpasst. Aber keine Angst, ich lasse euch nicht im Regen stehen. Also erzähle ich sie ganz fix, dann können wir weitersehen. Es war einmal das kleine Ich bin ich. Das sah so anders aus als alle anderen. Es wusste nicht, wo es hingehört und dachte überall, dass es stört. Nilpferd, Frosch und auch das Pferd. Jeder hatte seine Art genossen. Doch nur das kleine Wesen dort fühlte sich ganz ausgeschlossen. Ewig hin und ewig her, das kleine Ding sah schon fast keine Zukunft mehr. Doch eines Tages sah es ein. Ich bin ich. Ganz egal, ob ich anders oder gleich bin, denn ich bin ich. Und so kehrte das kleine Ich bin ich zurück von seiner Reise und betrat eine ganz neue Welt, die Traumwelt. Also, wenn ihr jetzt endgültig wisst, wer ich bin, kann unsere Reise ja weitergehen. Eine Reise in meine Welt. Eine Welt voller Wunder und Zauber. Ihr werdet schon sehen. Schaut mit mir aus dem Fenster raus und seht dort ein kleines leuchtendes Licht. Dieses Licht steht für Liebe, Frieden und Zusammenhalt. Drei Dinge, die es bei euch kaum noch gibt, durch all die Gewalt. Hier gibt es keinen Krieg und Feinde, die man bekämpfen muss. Niemand muss vor irgendjemand knien. Keiner ist sich fremd und niemand muss vor irgendwas fliehen. Das Licht steht für Liebe, Frieden und Zusammenhalt. Liebe, damit kein Kind der Welt nach seinen Eltern vermisst, und Liebe, damit alle Männermauern fallen und die Menschen endlich aufhören, ihre Fäuste zu ballen. Liebe, weil es zu viel Hass auf dieser Welt gibt, und Liebe, damit man endlich nicht mehr einfach Menschen von hier nach da weiterschiebt. Liebe, weil jeder es verdient hat, zu lieben und geliebt zu werden. Frieden, damit keiner sich bekriegen muss, und Frieden, denn dadurch ist mit diesen Scheißmachtspielereien endlich Schluss. Frieden, weil das Gute in jedem von uns ruht, und Frieden, weil mit etwas Mut bekämpfen wir eine Welt voller Blut. Der Frieden bringt den Menschen Glück, und Frieden heilt die Wunden der Welt Stück für Stück. Und Zusammenhalt, damit endlich nichts mehr zerbrechen kann, was zusammengehört. Zusammenhalt, damit kein Flüchtling mehr für die Taten anderer bezahlt, und Zusammenhalt, weil zusammen ist man niemals allein. Zusammenhalt, damit das Gute eine Chance hat, und Zusammenhalt, so setzt man das Böse schnell schachmatt. Und Zusammenhalt, damit die Welt endlich existiert ohne diese schreckliche Gewalt. Das Licht steht für Liebe, Frieden und Zusammenhalt. Liebe, Frieden und Zusammenhalt, weil unsere Welt endlich zusammenhalten muss. Denn jetzt ist endlich Schluss. Schluss mit tausenden Toten durch die Kriege anderer. Schluss mit Klimaerwärmung, nur weil zu faul sind, auf den Drahtesel zu steigen. Schluss mit Unterernährung, Schluss mit Zwangsarbeit. Schluss mit Kinderpornografie und Vergewaltigung. Schluss mit Unterdrückung jeglicher Art. Und Schluss mit dem ganzen Leid, was man uns täglich offenbart. Schluss. Ich bin hier, weil ich akzeptiert habe, wie ich bin.
Ich bin das kleine Ich bin ich. Und ich lebe in einer wunderbaren Welt mit Liebe, Frieden und Zusammenhalt. Doch du bist leider eine andere Gestalt. Du bist nicht aus meiner Welt. Leider ist meine kleine Reise in meine Welt nun schon vorbei. Doch ich hoffe, sie hat dich ein wenig erhellt, meine kleine schöne Welt. Wenn du nun zurückkehrst, so wünsche ich mir, dass du ab und zu dich erinnerst an das hier, an meine kleine schöne Welt, die mir ach so gut gefällt und wo Geld nicht alles erhält. Ich wünsche mir so sehr, dass du ein Stück von meiner Welt mit zu dir nimmst. Erzähl allen von dem Licht und dass noch nicht alles zusammenbricht. Bring ein Stückchen Licht hinein, denn wenn jeder ein bisschen Licht und Leben mit in eure Welt bringt, ist sie vielleicht noch nicht so verloren, wie sie scheint. Danke. Dankeschön, Nadine.